Bevor es nun mit unserem Streifzug durch Pöls-Oberkurzheim weitergeht, machen wir noch einen kulinarischen Ausflug ins Gasthaus Neurath. Dort überzeugt man nicht nur mit einer breiten Auswahl an Speisen, sondern auch mit freundlichen und stets gut gelaunten Wirtsleuten. Wer heimische Küche aus frischen, regionalen Zutaten genießen möchte, ist bei der Familie Neurath in Pöls-Oberkurzheim richtig. Das Restaurant legt besonderen Wert auf Qualität, die die Gäste schmecken können. Regional und saisonal, so lautet das Motto der sorgfältig ausgewählten Speisekarte. Also wir haben immer am Heiligen Dreikönigstag, am 6. Jänner, haben wir schon seit fast 10 Jahren unseren traditionellen Steirer Brunch, gell, und da wird vorwiegend nur Hausmannskost gekocht. Das sei jetzt die Hackselsuppen oder das Beißel oder die Blutwurst. Und das kommt so gut an, weil einfach die Leute nachher sagen, für 2-3 Leute haben, ich kaufe mir keine Hackselsuppen, schmeckt ja nichts. Nicht? Und auch unter der Zeit, so wie einen richtig guten alten Schweinsbraten mit Knödel und Sauerkraut, sehr, sehr stark. Also kommt immer mehr, gell? Also die Leute, man merkt schon, sie kommen immer mehr zurück auf die alten Sachen. Oder eben das Siersäge, also die Buchteln. Du machst auch nicht, für 2-3 Leute haben, machst du das nicht. Gell? Und du musst auch oft mehrere machen und das kommt wirklich gut an. Wobei das andere, das Vegane, gell, das neue Zeug, sage ich, gell, wird auch immer mehr. Und das machen wir auch. Und wir sagen auch zu unseren Leuten, red's mit uns, sag's, was wir haben, speziell für die Allergien oder Intoleranzen oder für die Vorzüge, gell, jetzt mit Vegan oder Vegetarier. Und das reimen wir uns heute dann aus und der Wilfried zaubert es dann heute auf den Dollar, wie man sagt. An schönen sonnigen Tagen können die Gäste auch draußen im Gastgarten Platz nehmen, um sich bei einem kühlen Getränk zu erfrischen und sich die Speisen schmecken zu lassen. Ja, wir haben eigentlich generell über das ganze Jahr verteilt immer so Spezialitätentage. Das heißt Steak, Fisch, Wild, je nachdem, welche Saison das halt gerade ist. Und im Sommer, da mal, so wie jetzt zum Beispiel, da mal grillen. Das haben wir einmal in der Woche über die Sommermonate. Und wir haben auch eine Monatskarte und da haben wir auch Produkte oben und Speisen oben, die halt für die Zeit typisch sind. Leichtere Sachen und so. Also es rührt sich immer was bei uns. Gell? Es ist immer ein bisschen Abwechslung da und das wird eigentlich recht gerne angenommen. Ja. Der Gasthof ist schon seit über 100 Jahren in Familienbesitz. Gekauft hat den Betrieb Gasthaus und Landwirtschaft mein Urgroßvater, das war 1898 und seitdem ist er in Familienbesitz. Das heißt, wir sind jetzt die vierte Generation in dem Betrieb und die fünfte Generation, unsere Kinder, steht schon in die Startlöcher. Werden wir schauen, ob es weitergeht, aber ich glaube schon, dass für die Zukunft wieder das Gasthaus Neurath nachher noch vielleicht 100 Jahre noch gibt. Schauen wir. Und auch die Gäste fühlen sich im Gasthaus Neurath wohl. Die Wirtsleute sind nett, es gibt immer gut zum Essen und auch gepflegtes Getränk. Und so sind wir halt öfter da. War immer lustig da und Geisen haben wir auch schon immer gut da und so ist auch immer. Und immer passt es. Es gibt nichts Besseres, gell? Ich schätze die frische Küche. Das ist herrlich und sie haben sehr viel Eigenanbau. Die Familie Neurath und das gesamte Team freuen sich auf ihren Besuch. Ja, unsere Öffnungszeiten sind Montag, Dienstag haben wir Ruhetag und Mittwoch bis Freitag kochen wir zum Mittag von 11 bis 2 oder von 5 bis 9 und Wochenende und die Feiertag, da wir durchgehend kochen.